Im diesjährigen Finanzbericht möchte ich Ihnen drei Dinge berichten. Das erste Thema ist Kirchensteuern. Wie entwickeln sich die Kirchensteuern im laufenden und im nächsten Jahr? Und das unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklung der Inflation. Also die Inflation hat zurzeit eine noch größere Auswirkung auf unsere Ausgabenseite als die Einnahmen der Kirchensteuern. Zweites Thema wird sein, wie sieht unsere Versorgung im Augenblick aus? Wie hat sich das entwickelt, dass Sie da die neuesten Zahlen sehen? Dritte Frage, was machen wir mit unserem Vermögen? Ich bitte jetzt einmal die Präsentation einzuspielen, sodass ich hier weitermachen kann. Das heißt, Sie haben es schon gemacht, vielen Dank, ich muss jetzt nur weiterklicken. Wir beginnen mit den Kirchensteuern. Bei den Kirchensteuern, ich sagte es gerade, sind entscheidend immer zu gucken, wie ist die Wirtschaftsentwicklung? Denn wenn wir ein Wirtschaftswachstum haben, bedeutet das in der Regel auch ein Ansteigen der Kirchensteuern. Die zweite Entwicklung, die für uns wichtig ist, wie entwickelt sich die Inflation? Denn die Inflation bedeutet für uns immer, wie entwickelt sich unsere Ausgabenseite? Was haben wir überhaupt von unserem Geld? Sie sehen, wenn Sie jetzt auf die Jahre 17 bis 20 hier erstmal gucken, eine Entwicklung, die wir über viele Jahre hatten, ein steigendes Wirtschaftswachstum und eine Inflation, die sich im niedrigen Bereich bewegt hat. Das ist für uns eine ideale Voraussetzung. Die Kirchensteuern steigen, unsere Ausgabenseite steigt im gleichen Maße mit. Sie sehen, was wir in den letzten Monaten erlebt haben, auch in Deutschland. Das Wirtschaftswachstum ist deutlich zurückgegangen, bei gleichzeitig sehr stark steigender Inflation. Also genau das, was wir nicht gebrauchen können, was für unsere Seite ideal untypisch ist. Die Situation hier jetzt insbesondere, wenn Sie einmal gucken auf die Eurozone. Ich hatte Ihnen im letzten Jahr, ich kann das jetzt immer mit dem Pointer immer nur für eine Seite zeigen, also hier hatte ich Ihnen im letzten Jahr, gucken, ob ich bis darüber reiche, das reicht auch, ne? Also im letzten Jahr die blauen Zahlen genannt. Das war das, wovon ich im letzten Jahr ausgegangen bin, wie die Entwicklung sein wird in den Jahren 22 und 23. Die Zahlen müssen inzwischen nach unten korrigiert werden. Sie sehen also, aller Voraussicht nach werden die großen Wirtschaftsräume im laufenden Jahr mit einer Rezession rechnen müssen oder sich in eine leichte Rezession bewegen. Das heißt, auf der Inflationsseite haben wir gesehen, dass wir aus einer Zeit kommen extrem niedriger Inflation und in den letzten Monaten ist die Inflation rasant nach oben geschossen. Also wir sehen das insbesondere bei uns in den Energiekosten, sehr hohe zusätzliche Ausgaben im Bereich der Energie. Sie sehen das hier auf den Seiten, dass ich allein mal gezeigt habe, wie sich in Europa der Gas- und der Strompreis entwickelt hat, deutlich nach oben. Sie wissen, dass mittlerweile sich das schon wieder relativiert hat, aber wir im Augenblick unter diesen besonders hohen Kosten eben leiden. Wie reagieren die Zentralbanken auf die Inflation? Durch die Anhebung der Zinsen. Das hat für uns natürlich für die Vermögensseite auch wieder eine Rolle. Die Zinsen sind sehr stark angehoben worden. Also in Europa etwas zögerlicher noch als in den USA, dann aber eben auch entsprechend stark, sodass man da versucht, durch die Zentralbank einzuwirken auf die hohe Inflation. Normalerweise bedeutet Anheben der Zinsen, die Inflation geht runter, aber gleichzeitig die Wirtschaft, Wirtschaftswachstum wird ausgebremst, sodass wir immer im Blick behalten müssen bei der Zentralbank, was ist die ideale Steuerung? Gehen die Zinsen zu hoch, bremst sie die Wirtschaft zu stark aus? Geht sie zu zögerlich in den Zinsen nach oben, hat es keinen Effekt auf die Inflation. Insofern werden wir im laufenden Jahr erleben, dass diese Zinssteigerungen sich auf die Inflation auswirken würden. Die Inflation wird in den nächsten Jahr nach unten gehen. Ich rechne jetzt konkret damit, dass wir jetzt im Februar und März nochmal kleine Steigerungen in der EZB haben von jeweils 0,5%, dann aber im weiteren Jahr nicht mehr. Also das ist insofern auch für Sie eine wichtige Aussage. Gehen Sie davon aus, dass wir also im laufenden Jahr jetzt nochmal leichte Steigerungen haben werden, dann aber nicht mehr und in den USA
wird es ebenso sein. Die Steigerungen werden dort noch kleiner sein, wahrscheinlich nur noch 0,25%-Schritte. Und wir haben sogar die Möglichkeit, dass am Ende des Jahres, spätestens 2024, die Zinsen möglicherweise sogar wieder leicht runtergehen werden. Ich habe die entscheidende Frage jetzt für Sie mitgebracht: Wie entwickelt sich dann die Inflation weiter? Weil das eben unsere Ausgabenseite so stark im Augenblick beeinflusst. Und habe Ihnen mal hier 6 Argumente rausgesucht, die für mich dafür sprechen, dass wir nicht wieder zurückgehen bei der Inflation auf das Maß, was wir vorher hatten. Sondern wir müssen uns darauf einstellen, dass wir in einem relativ hohen Bereich der Inflation bleiben. Das heißt also für unsere Ausgabenseite, wir müssen auch mit höheren Ausgaben auch in den nächsten Jahren rechnen. Ich mache das an 3 Beispielen, mache ich Ihnen das deutlich. An den Beispielen Demografie, Deglobalisierung und Dekarbonisierung als die großen Trends im Augenblick im Wirtschaftsbereich. Dazu kommen aber noch, auf die Punkte gehe ich nicht eher ein, wir haben im Augenblick eine sehr hohe Verschuldensquote, wir haben deutliche Rohstoffengpässe und wir haben mit Lebensmittelknappheiten zu tun. All diese 6 Faktoren wirken auf Preissteigerungen, wirken darauf, dass wir auch weiterhin Faktoren haben, die eine hohe Inflation eben auch bedeuten. Das erste Beispiel mache ich mal anhand der Demografie deutlich. Die demografische Entwicklung, hier jetzt nur mal das Beispiel genommen der Generation der sogenannten Babyboomer, also die Generation von 55 bis 64. Als die Babyboomer, Sie sehen das hier zu Anfang, eine sehr großen Generation, Sie sehen danach, ich mache es hier mal gerade Ihnen kurz deutlich, wenn Sie hier mal jetzt gucken, diesen deutlichen Absenken nach unten der Geburtenrate, der sogenannte Pillenknick, führte dazu, dass danach sehr viel weniger Geburten sahen und entsprechend, was für uns wichtig ist, sehr viel weniger Personen auf den Arbeitsmarkt drücken. In der Zeit, in der die Babyboomer in den Arbeitsmarkt gegangen sind, also ab 1980, können Sie erkennen, dass das signifikant auf die Bruttolöhne gedrückt hat. Das heißt, sie hatten ein hohes Angebot an Arbeitskräften, entsprechend wurden die Löhne weiter runtergegangen. Das sehen Sie hier auf der rechten Seite, dass Sie also erkennen können, dass vor 1980 Bruttolöhne deutlich höher waren. Es gab ein nicht ausreichendes Angebot an Arbeitskräften. Seit den 80er Jahren haben wir das nicht mehr. Es spricht sehr vieles dafür, dass jetzt mit der Pensionierungs- und Rentenwelle der Babyboomer, die also ab jetzt in den Ruhestand gehen, wir das erleben noch viel stärker, was wir jetzt schon haben, einen Fachkräftemangel. Und entsprechend werden die Faktoren wird sein, dass die Arbeitslöhne nach oben gehen, weil eben der Kampf um die Arbeitskräfte immer deutlicher werden wird in den nächsten Jahren. Und das wird auch finanziell gelöst. Das heißt, Firmen werden mehr zahlen und mehr zahlen wollen. Zweites Beispiel, Regionalisierung oder Deglobalisierung. Ich habe Ihnen das hier nur mal aufgelistet, wie sich in den letzten 150 Jahren der Freihandel nach oben bewegt hat. Spätestens seit Ende des Zweiten Weltkriegs waren sich im Grunde genommen alle Ökonomen einig, dass man nur noch den Freihandel sich vorstellen kann. Nur der Freihandel bringt ein Wirtschaftswachstum. Deshalb hatten wir seit Ende des Zweiten Weltkriegs einen deutlichen Anstieg aller Nationen, die gesagt haben, wir müssen miteinander handeln, wir müssen in die Globalisierung gehen. Spätestens seit dem Fall des Eisernen Vorhangs haben also auch die bis dahin Planwirtschaften gesagt, auch wir werden jetzt in den Freihandel mit eintreten und haben das gemacht. Seit einigen Jahren ist das erst zum Stocken gekommen und hat sich dann umgekehrt bewegt. Also besonders deutlich wird Ihnen das geworden sein in der Zeit, als Donald Trump Präsident wurde und auf einmal USA, der Vertreter des Freihandels schlechthin, gesagt hat, wir steigen aus. Ne, alles jetzt zurück wieder, jetzt wieder in Amerika wird jetzt gearbeitet und gehandelt. Und diese Tendenz macht sich immer deutlicher auch in anderen Ländern, sodass wir im Grunde genommen in den letzten 5, 6 Jahren, spätestens ab dem letzten Jahr, wir erkennen, die Unternehmen suchen immer mehr ihre Lieferketten in der Region. Deshalb habe ich Ihnen auf der rechten Seite mal eine Zahl rausgesucht. Da wurden Unternehmen befragt, wo wollen sie zukünftig produzieren? Wo beziehen sie zukünftig ihre Stoffe her, ihre Produkte, die sie brauchen? Und die Unternehmen haben also entweder gesagt aus der Region oder eben natürlich Fernost, weil man dort billiger produzieren kann.
im letzten Jahr eine deutliche Tendenz, das hat natürlich insbesondere mit China zu tun, dass sehr viele Unternehmen gesagt haben, nicht mehr weiter produzieren lassen in China, sondern wir müssen zurück in die eigene Region, also Deglobalisierung als ein Faktor. Was bedeutet das im Ergebnis? Alles wird teurer. Also die Produktionsflächen, die bisher sehr günstig waren, sehr billig waren, werden jetzt zurückgeholt in die Region. In der Region sind Arbeitslöhne hoch und werden noch höher. Also wir haben alleine durch die Deglobalisierung einen weiteren Druck auf die Inflation. Drittes Argument, die Dekarbonisierung. Sie sehen das hier mal aufgelistet, wie hat sich der Öl- und Gassektor in den Investitionen in den letzten Jahren zurückentwickelt. Und Sie sehen das hier an der Kurve ganz gut. In den letzten 10 Jahren ist erkannt worden in der Industrie, dass Öl und Gas auslaufende Energiefaktoren sind. Das war klar, man kann dort noch eine bestimmte Zeit lang Geld verdienen, aber nicht mehr lange. Und deshalb sehen Sie diesen deutlichen Zurückgang in der Industrie, zu sagen, wir müssen da aussteigen, einfach aus finanziellen Gründen. Da ist nichts mehr zu verdienen demnächst. Weltweit die Tendenz zu sagen, raus aus Öl und Gas, Dekarbonisierung. Und das führt dazu, dass diese sehr billigen Energieträger nicht mehr in gleichem Maß zur Verfügung stehen. Es werden entsprechend andere Energieträger gesucht und werden aufgebaut, die werden aber teurer sein, zumindest in der Übergangszeit, sodass also auch die Dekarbonisierung dazu führt, dass sie deutlich einen Druck haben auf die Preissteigerung, auf die Inflation. Als Gegenbeispiel habe ich Ihnen hier mal kurz gezeigt in Orange den IT-Sektor. Der IT-Sektor, sehen Sie, ist in den letzten Jahren immer weiter gestiegen, wird auch weiter steigen. Er ist natürlich ein großer Energiefresser. Das muss man sich ja immer klar machen, dass wir im IT-Bereich unglaubliche Energien zusätzlich verbrauchen. Auch das wird darauf drängen, zu sagen, Energiekosten werden hoch bleiben, weil eben die Situation sich ergibt. Ich habe Ihnen hier in dieser letzten Folie das nochmal zusammengefasst. Die Inflation wird sinken, aber nicht mehr auf die alten Niveaus. Diese Folie habe ich deshalb auch nochmal rausgesucht, weil sie nochmal interessant ist zu sehen, wie hat sich eigentlich in Europa die Inflation zusammengesetzt? Und da sehen Sie in grün hier unten, dass die Kerninflation in Europa gestiegen ist, aber gar nicht wahnsinnig stark. Sondern Sie sehen, dass praktisch 2 Punkte die Inflation so nach oben haben schießen lassen. Das ist einmal der Bereich der Energie und einmal der Bereich der Lebensmittel. Das heißt, diese beiden Faktoren haben bei uns dazu geführt, dass die Inflation so deutlich nach oben gegangen ist. Ganz anders als zum Beispiel in den USA, wo sich die Faktoren anders zusammensetzen. Was bedeutet das Ganze jetzt für die Kirchensteuer? Also, ich hatte Ihnen gesagt, Wirtschaftswachstum wird es im laufenden Jahr nicht geben. Das ist immer ein schlechter Faktor für die Kirchensteuern unter normalen Umständen. Jetzt haben wir eine besondere Situation, die sonst fast immer mit einer Rezession einhergeht. Rezession bedeutet in den meisten Fällen, Unternehmen setzen Arbeitskräfte frei. Und das ist dann immer für die Kirchensteuer schlecht. In dem Augenblick, wo wir in Arbeitslosigkeit gehen, in Kurzarbeit gehen, verlieren wir Kirchensteuern. Nicht so in diesem Jahr und meine Prognose auch nicht im nächsten Jahr. Denn es gibt die Arbeitskräfte nicht mehr. Das heißt, Unternehmen entlassen niemanden, weil sie wissen, wir werden die Leute nicht zurückkriegen. Deshalb halten sie Mitarbeitende im Augenblick, auch wenn sie kein Geld verdienen und nehmen das in Kauf und sagen uns, das dauert jetzt ein halbes Jahr, die Rezession, dann geht es wieder aufwärts, dann brauchen wir die Arbeitskräfte. Das ist natürlich für uns ein Riesenvorteil. Das heißt, wir haben eine Rezession ohne Kurzarbeit und ohne Arbeitslosigkeit. Und zusätzlich mit ersten hohen Tarifabschlüssen, die natürlich sich auswirken auch auf die Lohn- und Einkommenssteuer, entsprechend auf die Kirchensteuer. Deshalb sehen Sie den ungewöhnlichen Effekt, mit dem wir so nicht rechnen konnten, dass die Kirchensteuern auch im laufenden Jahr um 4% gestiegen sind. Sie sehen das hier also nochmal. 2020 hatten wir ja einen Verlust von 6% der Kirchensteuern. 2021, dann wurde das wieder aufgeholt, 6% Wachstum. 2022 Wachstum von 4% durch die besondere Situation. Wie werden sich die nächsten 4 Jahre entwickeln?
Für das Jahr 2023 habe ich eine Steigerung der Kirchensteuer von knapp 3% prognostiziert. Für die Jahre darauf, vorsichtige Annahme, etwas weniger. 2024 eine Steigerung von 1,5% und dann jeweils 1%. Das heißt, wir werden eine sehr leichte weitere Steigerung nach allen Annahmen, die wir jetzt haben, vornehmen. Ich werde das nächstes Jahr gegebenenfalls dann korrigieren. Also das muss Ihnen ja immer klar sein, dass das immer nur die Annahme ist, unter Berücksichtigung heutiger Zahlen, unter der heutigen Einschätzung, werden sich in den nächsten 4 Jahren die Kirchensteuern so entwickeln. Nächstes Jahr werde ich das konkretisieren oder möglicherweise dann eben auch komplett anders darstellen. Aber so eine ungefähre Linie, davon können Sie ausgehen. Ja, das gilt ja immer, wenn man in die Zukunft spricht, ne? Genau. Hier jetzt aber nochmal für Sie ganz wichtig, wie wirkt die Inflation auf unsere Ausgabenseite? Das heißt, das hatte ich ja eingangs deutlich gemacht, die Einnahmenseite können Sie jetzt sagen, ganz leichte Steigerung in den nächsten Jahren, aber wie wirkt die Inflation auf uns? Hier haben wir verschiedene Szenarien berechnet, die jetzt gar nicht so wichtig sind, nur alle Szenarien haben gemeinsam, dass die Inflation, egal wie hoch sie sein wird, sie wird höher sein als unsere Kirchensteuern plus. Das heißt, wir müssen, ich gehe gleich hier nochmal auf die Inflation nochmal ein, das heißt, wir müssen damit rechnen, dass wir also jedes Jahr 1-2% höhere Inflation haben als das Plus unserer Kirchensteuern. Das heißt, darauf können Sie sich einstellen, Sie haben zwar etwas mehr Geld, aber es wird Ihnen nicht so vorkommen. Es wird Ihnen so vorkommen, als hätten Sie 1-2% weniger, weil eben die Ausgabenseite deutlich stärker steigt. Langfristig also hier die Prognose über die nächsten Jahre oder Jahrzehnte, Sie werden, weil die Situation wird sich so fortführen, werden immer etwas weniger haben. Hier nochmal zusammengefasst, für die Eurozone insbesondere wichtig, im laufenden Jahr leichte Rezession vorausgesagt, im Jahr 2024 dann wieder ein Wachsen der Wirtschaft, für die Inflation für dieses Jahr vorausgesagt ca. 4,5%, für nächstes Jahr möglicherweise dann wieder eine Inflation von 2%, könnte aber auch höher sein. Also für 2024 bin ich da noch sehr vorsichtig, aber das sind zumindest so die herrschende Meinung, in welche Richtung sich die Inflation bewegen wird. Gucken wir auf unsere Versorgung. Wie stehen wir mit unserer Versorgung? Ganz kurz nochmal zur Erinnerung, die Synode hat beschlossen, 70% der zukünftigen Versorgungszahlungen der Pfarrerinnen sollen angespart werden, und 30% sollen dann auf einer laufenden Umlage erhoben werden. Wir haben hier Ihnen einfach mal als Diagramm dargestellt. Sehen Sie, wie aus den Vorjahren, wir hatten schon 2018 die 70% Deckungsgrad erreicht, haben den seitdem gehalten. Sie sehen hier die leicht gestrichelte Linie, also der Evangelischen Kirche im Rheinland. Der Vergleich zu den anderen Landeskirchen nur zur Kenntnisnahme. Für uns ist eben wichtig, diese oberste Linie. Und diese leicht gestrichelte Linie bedeutet, dass wir nach Entscheidung der Landessynode, wir brauchen in Zukunft nicht nur eine Deckung unserer Versorgungslasten, sondern auch der Beihilfelasten. Denn die Beihilfekosten für die Pensionäre steigen sehr deutlich an. Wir müssen mittlerweile davon ausgehen schon, dass also zu den Versorgungslasten nochmal etwa 25% Kosten entstehen durch Beihilfekosten im Ruhestand. Was bedeutet das an konkreten Zahlen? Gucken Sie hier vor allem jetzt auf die Spalte EKIR, die ist für uns die interessante. Wir hatten 2022 finanziell ein schlechtes bis sehr schlechtes Jahr. Das sehen Sie nachher beim Vermögen noch viel deutlicher. Damit werden Sie auch alle zu tun haben. Deshalb ist es für Sie alle, wenn Sie jetzt auf Ihr Vermögen gucken, Ihrer Kirche meine ich natürlich, dann werden Sie feststellen, dass es im letzten Jahr sehr schlecht gelaufen ist. Auch die Versorgungskasse, die ja nicht nur unsere Zuwendungen erhält zum Aufbau und zum Halten dieser 70%, sondern die ja sehr stark auch in der im Vermögensbereich arbeitet und jedes Jahr normalerweise Millionenbeträge erwirtschaftet, die eben auch zur Versorgung später dienen, hatte aufgrund der deutlich schlechten Situation im letzten Jahr für uns einen Verlust von etwa 5 Millionen Euro, den wir also an fehlenden Gewinnen eben nicht machen konnten.
Weiter unten sehen Sie dann Umwidmung von 55 Millionen Euro. Das ist die Entscheidung gewesen der Landessynode zu sagen, widmet doch bitte Beträge nach und nach aus der Versorgung um in die Beihilfe, sodass wir also jetzt mit dieser Umwidmung der 55 Millionen Euro in der Beihilfesicherung rund 200 Millionen Euro schon angesammelt haben von etwa 800 Millionen Euro, die wir noch ansammeln, also die wir insgesamt ansammeln wollen. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr 25% der Beihilfesicherung schon erspart. Das heißt, es wird also praktisch noch diese Dekade werden wir noch benötigen, um also die Beihilfesicherung dann eben auch bis zu 70% angesammelt zu haben. Deshalb also diese Umwidmung in dem Bereich. Das Gesamtergebnis sehen Sie hier nochmal sehr schlecht gelaufen. Wir hatten also im Vorjahr, da sehen Sie mal ein sehr gutes Jahr. Das Jahr 2021 war wirtschaftlich gesehen hervorragend, fast 10% eben als Kurswertrendite, im laufenden Jahr minus 11%, sodass also unser Basiszins, den wir immer erreichen wollen, 3,75%, damit rechnen wir immer, das müssen wir über die Jahre, müssen wir 3,75% erwirtschaften, haben wir jetzt mit diesen beiden Zahlen gerade erreicht. Also nur weil das im letzten Jahr so hoch war, dieses Jahr so niedrig war, sind wir genau in den Basiszinserreichungen, sind wir da. Letzter Punkt, das ist unser Vermögen. Was ist aus unserem Vermögen geworden im letzten Jahr? Sie ahnen es schon, auch das Vermögen ist schlecht bis sehr schlecht gelaufen. Hier ist für Sie jetzt sehr viele Zahlen. Gucken Sie nur auf die unterste Zahl. Das ist jetzt die wichtigste Zahl. Die können Sie sich merken. Sie kriegen ja alle Folien nachher auch nochmal schriftlich von mir, ne? Also Sie können das auch alles nachlesen, auch mit weiteren Erläuterungen. Also was ich jetzt hier nicht eingeblendet habe, Sie kriegen nachher eine Textversion, sodass Sie es auch nochmal lesen können mit Erläuterungen. Vielen Dank. Da steht 218 Millionen als Gesamtzahl. Wichtig ist hier, wie setzt sich das zusammen? Wir haben ganz überwiegend unser Vermögen angelegt in festverzinslichen, also Rentenpapieren, sehr sicher. Wir haben etwa 30% unseres Vermögens in Aktien angelegt und wir hatten hier im letzten Jahr, die das lesen können, 70 Millionen Euro Liquidität. Da wird jetzt jeder sagen, das ist ja eine wahnsinns hohe Summe an Liquidität. Zumal ich letztes Jahr, darüber hatte ich Ihnen gesprochen, alles getan habe, um die Liquidität so niedrig wie möglich zu halten, weil wir ja immer Minuszinsen zahlen mussten. Das heißt, wir hatten enorme negative Zinsen zu zahlen. Und deshalb hatten wir im letzten Jahr die Liquidität so niedrig wie möglich gehalten. Dieses Jahr hatten wir eine umgekehrte Situation. Sie konnten, egal mit welcher Geldanlage, nur Geld verlieren. Und um die Verluste so niedrig wie möglich zu halten, habe ich sehr stark in Liquidität gesteuert. Deshalb ist die Liquidität hier so hoch. Hier sehen Sie, wie unsere Risikoklassen sind, in denen wir angelegt sind. Übrigens, das ist alles beispielhaft auch für Sie, ne? Also auch Ihre Vermögen sind genauso angelegt. Deshalb ist es für Sie jetzt nicht nur für die Landeskirche interessant, sondern genauso sind Sie auch angelegt. Die Begriffe finde ich vor allem so schön. Wir sind nicht nur ganz überwiegend risikoscheu mit unserem angelegt, sondern wir steigern das noch. Die Scheue wird noch gesteigert durch konservativ. Ne? Also wir sind besonders zurückhaltend, das heißt dann konservativ. Also Sie sehen, wir sind entweder konservativ oder risikoscheu angelegt. Wichtiger ist mir noch die untere Darstellung, da geht es um die Frage der Nachhaltigkeit. Ein wichtiges Anliegen von uns seit vielen, vielen Jahren, wenn man so will, sind die Kirchen da wirklich eigentlich Vorreiter dieser Entwicklung, in die Nachhaltigkeit zu gehen und nur noch dazu Geld anzulegen, wo man wirklich nachhaltig etwas auch bewirkt. Und Sie sehen, dass wir praktisch zu 100% nachhaltig sind. Die vorne sitzen können jetzt lesen, 700 Euro sind nicht nachhaltig angelegt. Ich sehe schon hier so die Fragezeichen. Was sind diese 700 Euro? Das ist eine Europa-Anleihe, von der ein ganz, ganz kleiner Teil, diese 700 Euro, sind in Griechenland. Und Griechenland ist nicht nachhaltig, ist die Erklärung. Hier jetzt unsere Wertentwicklung. Also, wie war unsere Rendite? Die war, ich hatte es schon eingangs gesagt, sehr, sehr schlecht. Sie sehen das hier an den Zahlen. Minus 14% im Segment, beziehungsweise minus 11% im anderen Segment. Also das heißt, insgesamt hatten wir ein sehr, sehr schlechtes Jahr. Ich will das ganz kurz erläutern. Wenn Sie mal auf das Jahr 2018 gucken,
dann sehen Sie, wie sich so ein Portfolio entwickelt in einem schlechten Börsenjahr. Weil wir nämlich so ein starkes Sicherheitsdenken haben, haben wir nur 30% in Aktien angelegt. Das Jahr 2018 war ein ganz schlechtes Börsenjahr. Sie sehen aber, betrifft uns fast gar nicht. Ne? Also wir haben nur einen kleinen Ansatz da drin und insofern betrifft uns das gar nicht weiter. Wir haben das einfach ausgesessen. Das war im nächsten Jahr alles wieder reingeholt. Im letzten Jahr hatten wir eine total ungewöhnliche Situation, wie sie wahrscheinlich seit 1973 noch nie da gewesen ist. Wir hatten einen unglaublichen Anstieg der Zinsen. Und das bedeutete, dass unsere ganzen sicheren Anlagen, die festverzinslichen, haben alle an Wert verloren. Denn niemand hatte mehr Interesse auf einmal an einer Anlage von 0,5%. Vor einem Jahr, überlegen Sie mal, vor einem Jahr hätte jeder von Ihnen gesagt, 0,5% Zinsen, ich bin sofort dabei, denn Sie waren ja froh, wenn Sie nicht minus 0,5% Zinsen gezahlt haben. Heute möchte niemand mehr so eine Anlage kaufen, das heißt, die haben wahnsinnig an Wert verloren und das sehen Sie in diesen Zahlen, dass diese ganzen festverzinslich an Wert verloren haben. Wir sitzen das aber aus. Ich werde einfach gar nichts machen im Laufe der Zeit, die nominal kommt das Geld dann wieder rein. Also insofern, wir sitzen das einfach aus. Das Geld wird im nächsten und übernächsten Jahr alles wiederkommen. Hier jetzt viel wichtiger für mich jetzt nochmal die Frage, wie sieht in diesem Jahr unsere Nachhaltigkeitsentwicklung aus? Ich erkläre das ganz kurz. Die oberste Zahl, da geht es um die Abweichung, was ist die Benchmark im Bereich der Nachhaltigkeit? Da gibt es immer eine Fail-Quote, also die Produkte, die nicht nachhaltig sind, in einem durchschnittlichen Portfolio von 14%. Wir sind praktisch bei 100%, also insofern dort liegen wir sehr gut. Zweites Kriterium, da geht es um Umweltgesichtspunkte, Sozialgesichtspunkte und Governance-Gesichtspunkte, also Unternehmensführung. Dort sehen wir, schneiden wir auch deutlich besser ab als die Benchmark durch die Auswahl unserer Vermögensanlagen. Also wir entscheiden ja genau, wo geben wir unser Geld rein, was bedeutet das, da liegen wir sehr gut. Die dritte Quote, da liegen wir nicht so gut. Das hatte ich Ihnen letztes Jahr auch schon mal dargestellt. Sie sehen also bei der Frage des CO2-Fußabdrucks gibt es auch eine Benchmark. Ich erkläre jetzt nicht, wie das funktioniert. Ist ja einfach ein System, auf das man sich geeinigt hat. Und Sie sehen, wir sind schlechter als die Benchmark. Woran liegt das? An unserem Sicherheitsbedürfnis und an unserer Risikoscheue, denn Sie können sehr leicht bei Aktien steuern in Unternehmen, die sehr viel tun. Es gibt viele Unternehmen, die haben überhaupt keinen CO2-Fußabdruck mehr, also Banken zum Beispiel sind dort natürlich, haben es relativ einfach und andere, aber unser hohes Sicherheitsbedenken bedeutet, dass wir sehr viele Anlagen als Bundesanleihen haben. Das heißt, die sicherste Anlage ist immer noch beim Bund Geld zu holen. Der Bund ist hier das Problem. Also die Bundesrepublik Deutschland, die sind immer noch das Problem beim CO2-Abdruck. Und das heißt, die reißen uns im Grunde genommen hier nach unten. Und ich habe da noch keine wirkliche Lösung zu, außer der Bundesrepublik immer wieder Druck zu machen und zu sagen, ihr müsst besser werden. Also ihr müsst mindestens auf die Benchmark kommen. Letzter Gesichtspunkt, SDG, das sind die von der UN formulierten Nachhaltigkeitsentwicklungskriterien, da sind wir jetzt nicht so viel besser als die Benchmark, aber etwas besser, weil da sehr viele Kriterien eine Rolle spielen, die bei uns noch nicht so drin sind, aber da arbeiten wir dran. Hier ist auch mein Ziel, hier eindeutig noch besser zu werden. Außer diesen Gesichtspunkten bei der Nachhaltigkeit, das will ich nochmal deutlich machen, da geht es ja nicht nur darum, dass wir ein gutes Gewissen haben wollen oder dass wir irgendwie mustergültig dastehen wollen. Wie gehen wir mit unserem Geld um? Wir geben es keinen Rüstungsunternehmen, wir geben es keiner Atomlobby oder Ähnliches, sondern dass wir wirklich sagen, es muss nachhaltig angelegt sein. Sondern mir liegt daran, dass Ihnen das nochmal auch deutlich wird, es geht auch ganz stark um Wirkung. Also sein Geld gezielt dort einzusetzen, wo es eine Wirkung entfaltet. Und deshalb ist es so, dass wir, beziehungsweise wir unsere Vertreter, auf die Hauptversammlungen der Unternehmen schicken und dort haben die ein ganz klares Mandat zu wirken auf Stichworte der Nachhaltigkeit. Also natürlich auch, wie sind die Arbeitsbedingungen im Unternehmen? Wie sind die Umweltbelastungen des Unternehmens? Und dort eben auch im Abstimmungsverhalten dieser Unternehmen deutlich zu machen, dass wir als die Finanziers dieses Unternehmens ein hohes Interesse haben, dass das Unternehmen dort gut aufgestellt ist.
Sie werden jetzt vielleicht sagen, Herr Böker, 200 Millionen Euro, das klingt vielleicht erstmal viel Geld, aber damit können Sie doch nicht Unternehmen bewegen. Das machen wir natürlich nicht alleine, sondern das machen wir mit allen Kirchen gemeinsam. Also alle Landeskirchen und alle katholischen Bistümer haben sich zusammengetan und für die, die es vielleicht nicht sofort klar ist, richtig Geld ist natürlich in unseren Versorgungskassen. Da reden wir ja nicht mehr von 100 Millionen Euro, da reden wir von Milliardenbeträgen. Das heißt, wenn Sie sich das mal zusammenrechnen, was die katholische und evangelische Kirche allein in ihren Versorgungswerken hat, dann wird Ihnen klar, was da im Grunde genommen für eine finanzielle Potenz hintersteht. Und das wissen die Unternehmen auch alle. Und die Unternehmen haben also nicht nur ein Interesse daran, dass wir bei ihnen bleiben und investieren. Und insofern passiert dort viel. Und wir haben das Ganze gesteigert jetzt in den letzten Jahren noch, indem wir viel mehr Gespräche mit den Unternehmen direkt führen. Also nicht nur auf den Hauptversammlungen rummosern, sondern die Unternehmen direkt ansprechen mit einem Katalog von Fragen und dann ins Gespräch kommen, werden diese Dinge bei Ihnen eingehalten oder nicht? Und wir sind auch mit Unternehmen in Gespräch, die das noch nicht berücksichtigen, die noch nicht als nachhaltig gelten, um die im Grunde genommen zu motivieren, auf dem Weg sich hinzubewegen. Heute hat sich das alles ein bisschen umgedreht. Das ist im Grunde genommen, ich sagte das ja, die Kirchen sind hier wirklich Vorreiter gewesen im ethisch nachhaltigen Geldanlegen. Heute möchte jeder ethisch nachhaltig Geld anlegen. Das ist unglaublich, wie das geboomt hat. Und sie haben die Schwierigkeit, dass wir unglaublich aufpassen müssen, dass das Ganze jetzt nicht verwässert. Ich will Ihnen das an zwei Beispielen mal deutlich machen. Jedes Unternehmen möchte heute auch nachhaltig sein, weil Sie wissen, dass nicht nur wir, sondern sehr viel mehr darauf drängen, nachhaltig Geld zu investieren. Deshalb bemühen sich die Unternehmen sehr darum, im Grunde genommen dort grün gewaschen zu werden, indem sie also alles Mögliche tun. Jetzt war es im letzten Jahr so, damit ende ich dann auch, dass nicht nur, das werden Sie aus der Zeitung verfolgt haben, Atomstrom gilt jetzt als nachhaltig. Da investieren wir natürlich nach wie vor nicht. Das heißt, wir haben das natürlich für uns nochmal schärfer formulierte Kriterien. Sondern im letzten Jahr war es sogar so, dass aus der Rüstungsindustrie Vertreter auf uns zugekommen sind und gesagt haben, die Situation ist ja jetzt wohl nach dem 24. Februar eine völlig andere. Rüstungsindustrie ist doch jetzt im Grunde genommen dient der Friedenssicherung. Ja, da habe ich aber gestaunt, als ich dachte beim ersten Mal, dachte, die wollen mich auf den Arm nehmen. Aber es war ganz ernst gemeint. Das heißt, also die Rüstungsindustrie strebt auch in den Bereich der Nachhaltigkeit. Haben wir aber abgelehnt, nur dass Sie es wissen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war's.